Hallo, herzlich willkommen. Bei mir befindet sich heute unser Flussexperte Gerhard Ecker. Gerhard, sag mal, wo sind wir heute? Ja, wir sind hier in den Donauauen bei Haslau. Mhm. Ein Auenschatz, wie man ihn selten noch findet. Schau dich um, wir haben hier Auwälder, wir haben Schotterbänke, wir haben Altarme, alles Lebensräume für eine Fülle von Tieren und Pflanzen. Ich kann gar nicht alle aufzählen, aber von der Schwarzpappel bis zum Schwarzstorch und bis zum Seeadler finden hier einfach viele, viele Arten einen Platz. Also eine unglaublich naturnahe Auenlandschaft. Naturnah, ganz wichtiges Stichwort. Also so kann man sich eine naturnahe Auenlandschaft vorstellen. Man darf nicht vergessen, das sind Lebensräume, die jetzt nicht nur für Fauna und Flora wichtig sind, sondern letztlich auch für uns Menschen. Wir haben einzigartige Erholungsräume. Wir haben Gewässer, die uns zum Beispiel das Grundwasser wieder anreichern und uns mit Trinkwasser versorgen. Und spannend, wenn Flüsse so viel Platz haben wie hier, dann reduzieren sie auch das Hochwasserrisiko, die Gefahr für uns, weil hier sich das Wasser ausbreiten kann und keinen Schaden anrichten. Mhm. Weil es schaut ja unglaublich idyllisch aus hier. Es ist allerdings nicht an allen Flüssen in Österreich so idyllisch und so schön wie hier. Ja, das war das Stichwort. Also das ist eigentlich die große Ausnahme. Wir haben nur mal 14% an Gewässern, die wirklich als intakt einzustufen sind. Warum ist das so? Viele unserer Flüsse sind einfach begradigt worden. Mhm. Viele unserer Flüsse sind eingestaut worden für Wasserkraftnutzung oder überhaupt am schlimmsten sind ausgeleitet worden, weil das Wasser gleich in eine Turbine abgezweigt wird. Das heißt, das ist eigentlich eine Ausnahme und darum umso wichtiger ist die Erhaltung von diesen Ausnahmen und diesen einzigartigen Schätzen. Es klingt in erster Linie mal schrecklich. Was sind das für Auswirkungen für uns Menschen? Schrecklich ist ein hartes Wort, aber im Prinzip, was wir verloren haben mit den vielen Fließgewässern, die reguliert sind und die eingestaut sind, man muss sich so vorstellen, die Fläche ist zurückgegangen von diesen Flüssen. Ich möchte nur eine Zahl bringen, wir haben uns das aktuell für ganz Österreich angeschaut, in den letzten 150 Jahren sind täglich die Fläche von 3 Fußballfeldern verbaut worden, für Infrastruktur, für Siedlungen, für Parkplätze und. Und das ist einfach etwas Raum, der uns jetzt fehlt, der fehlt für eine Hochwasservorsorge, der fehlt für Lebensraum für Fauna und Flora und letztlich auch als attraktiver Erholungsraum. Mhm. Gerhard, was kann ich mir unter einer verbauten Uferlandschaft vorstellen, beziehungsweise wie sieht das aus? Das schauen wir uns am besten im Gelände an, am Donauufer. Perfekt. Ja, super. Ja, wir haben uns jetzt in Windeseile Richtung Donau bewegt, Gerhard. Und so schaut also ein verbautes Ufer aus. Genau, das ist ein Uferblockwurf. Muss man sich vorstellen, dass hier eine riesige Menge an Blocksteinen liegt. Und natürlicherweise, die sind hergebracht worden und die sichern hier das Ufer. Was heißt das, wenn das Ufer gesichert wird? Dieser Raum ist dem Fluss genommen worden, er kann sich hier einfach nicht mehr ausbreiten. Wir haben kein flaches, schönes Ufer mit einer Sandbank, sondern eben dieses steile Ufer. Der Fluss ist hier eingezwängt, kanalisiert. Dort, wo der Fluss weniger Platz hat, dann muss das Wasser schneller durchsausen. Mhm. Ja, wenn es schneller durchsaust, fallen die Hochwasser noch höher aus, das Hochwasserrisiko für uns Menschen steigt. Ja. Das vor dem Hintergrund, darfst du nicht vergessen, der Klimawandel wird die Situation noch weiter verschärfen. Die EU geht davon aus, dass gerade in Österreich die Hochwassergefahr noch weiter steigt. Ja. Und wenn unsere Flüsse jetzt schon zu wenig Platz haben, dann werden sie für diese neuen Hochwässer mit dem Klimawandel noch dramatisch ausfallen. Mhm. Gerhard, aber was kann man eigentlich so, was kann man tun? Ja, wir haben uns das genau angeschaut in einer großen Studie österreichweit. Wie kann man jetzt diese Flächenverbrauch reduzieren? Wie kann man den Flüssen wieder mehr Platz geben? Ja? Wir haben das einmal salopp tituliert als die WWF-Flüsse-Vision. Mhm. De facto steht dahinter ein Szenario, wie viel man österreichweit tun muss, um einerseits intakte Flüsse zu bewahren und um gleichzeitig auch das Hochwasserrisiko zu reduzieren. Ja? Was heißt das? Zwei große Dinge sind zu tun. Das eine ist den Flächenverbrauch reduzieren. Das heißt, wir können nicht mehr so weiter tun, dass wir pro Tag 3 Fußballfelder zubauen. Mhm. Ja, was müssen wir tun? Man muss im Prinzip unseren Flächenverbrauch, Konsum reduzieren. Mhm. Weniger Gewerbegebiete, weniger Parkplätze, weniger Infrastruktur. Mhm. Die Flüsse halten das sonst nicht mehr aus. Das Zweite ist, gerade hier ein gutes Beispiel am Donauufer, man kann dem Fluss auch ein Stück weit wieder Raum zurückgeben. Ja, Uferverbauungen rausnehmen, wo man sie nicht mehr braucht, wo es jetzt nicht darum geht, dass man Siedlungen und so weiter schützt. Wie hier, wo dahinter ein Auwald ist, kann man das zurückbauen, kann Seitnahme wieder anbinden und so Flussraum zurückgewinnen. Mhm. Einerseits für die Natur, aber auch wieder für uns Menschen und für eine Senkung des Hochwasserrisikos. Das klingt natürlich alles dementsprechend aufwendig. Das ist aufwendig, ja. Recht herzlichen Dank, das war wieder mal super informativ. Gerne. Wenn ihr noch Näheres über die Flüsse in Österreich wissen wollt, dann schaut mal vorbei auf wwf.at.
Hat mich sehr gefreut, dass ihr auch heute wieder zugeschaltet habt. Ciao. So heiß ist es. Gemütlich war es, wie immer. Hier geht es übrigens zu meinem allerersten Video zum Thema Seeadlerbesenderung. Es hat mir große Freude bereitet. Ich hoffe, euch auch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über das eine oder andere Kommentar natürlich freuen. Und natürlich auch über einen Daumen nach oben. Recht herzlichen Dank. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schauen wir, was rauskommt.